Hallo ihr lieben Schnuppels, schön euch wiederzusehen. Tja, es gibt gute Neuigkeiten. Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Es gibt jetzt bei Rossmann Yankee Candle. Yippie! Allerdings kein riesen, mega dolles Sortiment. Ein nettes, kleines Sortiment. Aber ja, ich habe das letztens irgendwie in meiner Timeline gelesen, in einem Titel. Ich glaube, der Linker hat ein Video dazu gemacht. Wenn ich es finde, verlinke ich euch das einfach unten drunter mal. Und weil ich letztens durch Zufall an meinem Rossmann vorbeigekommen bin, im Ort, yippie, ich habe einen, habe ich gedacht, ich gucke mal nach, bin rein und tatsächlich habe ich ein kleines Sortiment an Yankee Candle gefunden. Es ist allerdings nicht das Yankee Candle, was wir kennen, sondern es ist Yankee Candle Home Inspiration. Das ist so ein bisschen die abgespeckte kleine Schwester von diesen herausragenden, bunten, wie auch immer, Kerzen, die man so im normalen Handel findet. Das ist in der Regel, ich glaube, in England und in Amerika so eine Drogerieversion der Kerzen. Gleiche Gläser, aber andere Labels. Und ich habe mir eine mitgenommen. Und die Kerzen findet ihr zum Preis von, und das ist jeweils mittlere Größe, 340 Gramm. Diese hier. Für 14,99 €. Und es gibt im Moment die Sorten, jetzt muss ich aber mal ablesen, ich habe Fotos gemacht. Apple Pomegranate und Vanilla Frosting, was übrigens so lecker riecht, aber davon habe ich Hunger bekommen, deswegen habe ich es erstmal nicht mitgenommen. Und Exotic Fruits gibt es und Cherry Vanilla. Und die, das sind jetzt diejenigen, die es bei mir im Laden gibt, genau. Und dann gibt es noch die Kerze, die ich mitgenommen habe. White Linen and Lace. Und so sieht das Label aus, wenn es fokussiert. Ja, so sieht es aus. Also es ist so, ja, gemütlich halt, nett, aber nicht groß herausragend. Und normalerweise bei allem, wo Linen draufsteht, ist für mich klar, Wäscheduft packe ich nicht an, ist einfach nicht mein Ding. Ich habe mich aber doch mal durchgeschnuppert. Also die musste auf jeden Fall mit, weil die mich doch fasziniert hat. Die riecht nämlich nach nicht nach Waschpulver oder nach frischer Wäsche. Die riecht wie so ein Wäscheparfüm. Also die riecht auf jeden Fall sehr parfümig. So im Kalten jetzt, boah, also die ist auf jeden Fall ultra parfümig. Könnte eventuell, wenn man Migräne zu Migräne neigt, also je nachdem, ich weiß jetzt nicht, ob die stark ist, aber der Duft alleine, wenn man so zu Migräne neigt oder gerade Kopfschmerzen hat, nicht gut, glaube ich. Da würde man ein bisschen aufpassen. Also er ist schon so im kalten Zustand sehr intensiv. Mir fällt auch gerade auf, dass die Gläser ein bisschen anders sind, wenn ihr das sehen könnt. Die sind ziemlich dick hier am Rand. Ansonsten, also die ist an und für sich alles gleich, aber man merkt schon, wenn man es in der Hand hat, es ist eine andere Manufaktur, die die Gläser macht. Hier ganz offensichtliche Nähte an der Seite sind und das Glas hier etwas dicker am Rand ist. Ist aber nicht schlimm. Steht auch dick und fett China drin, was bei den anderen nicht drin steht. Aber was soll's, ist egal. Die Inhaltsstoffe stehen drin und mal sehen, wo das hergestellt wurde. Ich glaube, das wurde tatsächlich in England hergestellt. Also es wurde in Bristol, UK, glaube ich, hergestellt. Jedenfalls bin ich hier sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Riecht schon mal super intensiv. Also das hat mich echt fasziniert. Ich weiß noch nicht wirklich, ob es so mein Duft sein wird, aber es hat mich auf jeden Fall fasziniert. Und ja, ich werde die Kerze ausprobieren. Es gibt auch die in den entsprechenden Düften Votive. Die kosten 1,99 € pro Stück. Und da hab, von dem, was ich gesehen habe, waren auch die Sorten, die ich schon genannt habe, dabei. Also wie gesagt, ein sehr kleines, überschaubares Sortiment. Ich weiß jetzt nicht, ob es ausgedehnt wird. Ich glaube aber eher nicht, weil ich glaube, also zumindest mein Rossmann hat zwar eine ordentliche Kerzenabteilung, aber jetzt glaube ich nicht so viel Platz für eine riesen Auswahl. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich glaube, es kann auch sein, dass es von Filiale zu Filiale ein bisschen Unterschiede gibt. Da muss ich einfach mal abwarten und mal schauen. Habt ihr sie schon entdeckt, die Kerzen? Habt ihr sie schon ausprobiert? Das würde mich mal total interessieren. Ich werde auf jeden Fall, nachdem ich das hier gedreht habe, das Video von der lieben Dalinka angucken, weil ich glaube, es war tatsächlich sie, die das gemacht hat, um mal zu erfahren, wie ihre Erfahrungen damit sind. Wie gesagt, Link findet ihr unten. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde die Kerze auf jeden Fall gleich mal im Badezimmer anmachen oder zumindest morgen, je nachdem. Und werde sie mal ausprobieren, weil für mich ist das irgendwie schon so eine Badezimmerkerze. So, ich weiß nicht. Mal gucken. Mal schauen.
Ja, aber danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ich jetzt Yankee Candle so ein bisschen griffbereit habe und wenn es auch nur eine kleine Auswahl ist. Die Auswahl hat mir sehr gut gefallen. Die Düfte rochen alle sehr intensiv. Also, was war das? Cherry Vanilla war sehr, sehr lecker. Exotic Fruits habe ich nicht gerochen. Das habe ich vergessen, glaube ich. Und dieser Vanilla Frosting, der war richtig lecker. Also, der hat richtig nach Frosting und Vanille gerochen. Also richtig, richtig schwer. Ich bin wirklich gespannt. Wie ein Flitzebogen hier drauf. Ja, und jetzt gehe ich testen für euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und was diese Kerze angeht, hoffentlich ganz bald in einer Review. Ciao!